So, mal sehen. Pass gut guten Tag. Auf dich auf. Ja, guten Tag. Und mal sehen, wie interessant das heute wird. So. Aber es hat keinerlei Seelen gekostet. Das hat mich ja gewundert. Na gut, andererseits, Ultan ist auch kein Dämon. Der braucht keine Seelen, der hat seine eigene. Erster Stock, Dameunterwäsche. Ja, mal gucken, ob ich was Schönes für mich finde. Hallo? Womit kann dir dieser bescheidene Händler? Das wird uns beiden Spaß, wie du willst. Lass dir Zeit. Brauch Heilgegenstände. Eine kluge Entscheidung. Bestandteile. Kristalle. Was ist das denn? Spezielles. Plus 5 Lorcher. Wenn mit diesem Waffenobjekt zustand. Ach, das sind Waffen. Gesundheitslorcher. Beim Kauf dieses Gesundheitslorcher freigesetzt, der Erholung der Nephilim um eine Ladung auffüllt. Das machen wir auf jeden Fall. Entscheidung. Verjüngungskern. Dieser Stein erhöht die Erholung hergestellte Gesundheit um automatisch um 75. Aha. Ich bin nicht interessiert an Vernunft. Sprunghafte Rage. Plus 10 Forschung, dass die Waffe beim Töten des Gegners Zorn generiert. Na gut. Wenn du mit dieser Waffe Objekte zerstörst. Ja, ist das jetzt eine Waffe oder? Sind das jetzt Kristalle oder? Na gut, verkaufen. Wir haben ein Engelsfragment erstmal gefunden. Eine perfekte Ergänzung. Och, ich dachte, der sagt jetzt noch was Schönes. So, ich habe aber immer noch nicht geschnallt. Sprunghafter Leviathan. Plus 5 Lorcher, wenn diese noch gibt, stört man. Wie du willst. Na gut. Nee. Womit kann dir dieser Bild? Wir werden noch Seelen verfüttern. Wird uns beiden Spaß machen. Du willst. Bevor ich wieder irgendwo sterbe. Sorge dafür, dass sie schreien reiht. Stufe. Physischer Schaden? Oder Gesundheit? Der Prozentsatz am physischen Schaden bewirkt. Physischer Schaden wird bei der Gesundheit viel verursacht. Dreieckangriffe? Ich habe keine Dreieckangriffe, noch nicht. Na gut,
Dann schauen wir mal weiter hier. Überall gibt es hier immer was. Aber ich komme da nie hin. Das ist so fies. Das hat mir gefallen. Das müsste ich bei dem Werfelknilch schaffen. Dann geht's runter. Wer will hier was von mir? Hallo? Hallo? Werter Herr, wo sind Sie? Großer Lorcherklumpen. Ich muss mir wirklich das erste Video bzw. das zweite Video nochmal angucken. Ich habe keine Ahnung, wozu die Lorcherklumpen da sind. Aha. Da könnte ich noch hin. Was bist du denn? Come over here. Das habe ich aber gut gemacht, muss ich sagen. Man lobt sich ja ungern selber, aber das habe ich gut gemacht. Da oben gibt es noch was. Komme ich da rauf, wenn ich mit dem... Ja, wenn ich darauf nicht komme, da hinten es nicht weitergeht, dann werde ich hier wohl nach unten müssen. Ungewollterweise. Ja, muss ich sagen, das gefällt mir. Ich will nicht nach unten. Ein Dämon! Bitte nicht! Einfach, töte mich! Oh, ich hör auf zu flennen, Mensch. Komm zu mir. Sofort. Willst du leben? Was? Wenn du leben willst, kann ich dich an einen sicheren Ort schicken. Relativ sicher. Berührt ihn. Schwachköpfe. So. Ein Wunder, dass sie so lange über die Erde herrschen konnten. Okay. Vorfeld mal gucken. Nein, kann ich nicht. Bisschen wie soll ich. Hier riecht es nach Tod. Glaub mir. Wir haben uns vor 1000 Jahren mal ein Zimmer geteilt. Das sieht sehr nach Eier aus. Die Unterwelt. Aha. Will ich hier sein? Sei gegrüßt. Wir benutzen mal so ein Schlangenloch. Bitte, lass dir Zeit. Aha. Dann nützt es... Sekunde. Na gut, ob man nur hier oder hier hin. Hier müssen wir noch mit dem Fahrstuhl fahren. Hier sind wir dann direkt da. Wir fahren mal hier hin. Oder gehen. Mal gucken, inwiefern sich die Schlangenlöcher verändert haben. Ja.
Hallo? Ob wir Pferd noch finden? Ja, die haben sich geändert. In Teil 1 muss man noch von einem Ende zum anderen Ende laufen. Aber man konnte auch was finden. Ultan, hier. Ich habe Mensch gefunden. Wie kann mein Hammer zu Diensten sein, Fury? In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Interessant. Mit wem muss ich Pass da noch sprechen? Mit der gut Dame auf da? dich auf. Hallo, Dame. Ich heiße dich willkommen, Reiter. Willkommen, Reiter. Oder mit dem? Sei gegrüßt, Reiter. Ach, ja. Endlich kann ich beruhigt schlafen. Die wollte du doch. Und diese Menschen sind hier willkommen. Aha. Irgendwer wollte doch, dass ich die Menschen einsammle. Wer war denn das? Ich dachte, das wäre Ultan gewesen. Naja, gut, dann reisen wir eben wieder zurück. Hallo? Ultan! Ich bin Womit hier. Kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Aha. Okidoki, ja, da möchte ich hin. Lala, Trefferanzeige außerhalb des Sichtbereichs können im Menü ausgeschalten werden. Okay. Machen wir. Vielleicht. Mal sehen. So, ja. Da wir nicht so viele Seelen haben, machen wir erstmal euch kaputt. Da weiß ich doch schon, wer da der Endgegner ist. Also nicht Endgegner, Zwischenboss hier von der Welt. Die sieben Toten. Ich überlege gerade, welche waren denn das alles? Puh, ja. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich will hier wieder hoch. Können ja wenigstens mal ein bisschen Lebensenergie geben. Aha, so komme ich hier wieder hoch. Kleines Heilungsfragment, das ist sehr schön. Okay. Die möchte ich auch kaputt machen hier an der Wand. Hallo, kaputt machen. Jetzt. Ich überlege gerade, wie hieß denn die im ersten Teil? Tiamat? Ne, Tiamat war die Fliegerin aus. Ich weiß es nicht mehr. Mittelgroße Lorcherklumpen. Sehr schön. Aha. So. Aber das sind bestimmt alles nur Arbeiter hier. Ich will nicht die Mutti kennenlernen. Aber jetzt wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Das war klar. So. Aha.
Nein, leider nichts drin. Was gibt's hier Schönes? Gibt hier was? Auch nichts. Licht. Hallo? Wo ist hier wer? 2, 3, 4, glaube ich. Ja, ich glaube 4 Stück sind's. Hier zwar nicht schwingen, aber es scheint zu gehen. Mittelgroße Klumpen. Kann man hier die Wand kaputt machen? Nee. Diamantsplitter. Naja. Es könnte durchaus sein, dass wenn wir das nächste Mal zu Ultan kommen, dass wir doch nochmal was verbessern können. So, aber ich sehe gerade hier die Folge ist leider schon wieder um. Nee, doch noch nicht. Wir haben noch 3 Minuten. Die werden wir effektiv nutzen, indem wir hier Gegenstände kaputt machen und versuchen uns hier rüber zu schwingen. Na nun, war ich da hinten schon? Ja, ich glaube schon. Ja, von da kam ich. So, weitere Gegenstände ist ja nicht. Nein. Aber Kamera drehen wäre vielleicht vom Vorteil. Und ich höre schon wieder Gegner. So. Hallo? Wer oder was bist du? Oh, ah, das war so blöd. Das war so doof. Ich hab noch auf mich zuspringen sehen. Kleiner Lorcherklumpen. Eine Sekunde. Na bitte. Ab und zu passt. Klappt es doch. Sehe ich die im Vorfeld da oben? Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Also ich sehe hier oben erstmal keinen. Also jetzt fällt hier bestimmt gleich einer runter. Ein großer Lorcherklumpen. Nee, ich kann die leider nicht kaputt machen. Ui. Also es lohnt sich doch auf Sachen einzuprügeln. Ab und zu ist mal was drin. Heilen oder nicht heilen? Das ist hier die Frage.
Hallo? Todesmutig vor und wieder zurückgerannt? Was ist das denn? Oh, ein Chaos? Was macht man denn damit? So. Jetzt ist aber die Folge vorbei. Gut. Dann sehen wir uns mit den nächsten Schrecken gleich bald wieder. Bis dahin und tschüssi.